Herzlich willkommen zu DMF, die Gamer, live aus unserem Studio im Hohen Norden. An meiner Seite sitzt heute Dominik. Moin. Und Marc. Mahlzeit. Sehr schön. Ja, letzte Woche hatten wir ziemlich viel Sport im Programm. Das sieht man Marc jetzt mittlerweile auch an. Ne, der hat so viele Sportspiele gespielt. Oh ja. Ne, der wiegt nächtelang. Ja, der wiegt jetzt nämlich nur 188 Kilo. 188? Ja. Man sieht deinen Bauch ja nie. Ja, stimmt. Oh, und die Beine. Und die Beine. Ich hab viel Wasser in den Beinen. Ja, was er nicht im Kopf hat, hat er in den Beinen. Ja. Sehr witzig. Ja, wir haben heute im Programm unter anderem... Heute Hitman. Agent 47 ist wieder unterwegs. Noch gefährlicher, noch brutaler, noch tödlicher. Außerdem mit dabei Fable Legends. Ja, sehr schön. Und Fable Legends ist ein Free-to-Play-Titel. Xbox One und PC-Besitzer können zusammenspielen. Ja. Habe ich überhaupt eine Xbox One? Hast du eine Xbox One? Hast du eine Xbox One? Nee. Wir haben gar keine Xbox One. Das wäre, denke ich mal, wenn wir das auf PC, wenn die überhaupt spielen. Ne? Ja, denke ich auch. Ja, wir können ja mal den Trailer einfach mal anmachen und den so ein bisschen genießen. Und los geht's. Ja. Könnte auch für Kinder gefährlich sein. Dieser ist ein Free-to-Play-Titel. Xbox One und PC-Spieler können zusammenspielen. Es ist in so einer futuristischen Fabelwelt. Ja. Deswegen heißt es ja auch Fable Legends. WoW-mäßig, ne? Ja. Für Frauen? Mit den ganzen Elfen und. Oder ja, aber ich glaube auch viele kann Männer. Kann man das ernst nehmen, das Spiel? Doch, ich glaube, das kann man bestimmt ernst nehmen, wenn da leuchten Äpfel drin vorkommen. Ja, guck, wie lustig wir beide drüber laufen. Ja, zu mädchenhaft. Ja. Ja. Blümchen sammeln. Ui, voll toll. Oh, da ist das da oben sitzt ein Monster. Ja. Oh, das ist böse Hexe. Ich glaube, das ist wie bei Alice im Wunderland. Die haben ja auch alle Drogen, oder? Ja, Alice mit LSD. LSD. Wunderland. Gut, er hat ein Loch im Bauch. Da ist ein blauer Baum. Ja, der ist weg. Jetzt. Voll geil, ne? Da brennt eine Mühle. Cool, jetzt brennt alles. Siehst du, kommen die aber LSD genommen schon, sind voll auf den Trip drauf und versuchen alle. Oha. Guck mal, siehst du, da ist auch schon ein riesen Monster. Ja. Voll geil. Aber kann man da nur Frauen spielen? Anscheinend schon. Da waren auch irgendwie Männer. Ja, das waren ja die Bösen. Ja. Die bösen Männer in der Frauen. Anscheinend ist man eine Elfe. Elfen sind immer Frauen. Auch voll diskriminierend gegenüber Männern, ne? Ich hab da einen Brief. Ja, mach ich jetzt auch. Ja. Wann kommt Fable Legend raus? Fable Legend kommt am. Was war das? Am 13. Oktober. 13. Oktober. Richtig. Ist aber kein... Xbox One und Play, Computer, wie wir gesagt haben. Ja. Only Microsoft also. Ja. Falls ihr dazu mehr sehen wollt, könnt ihr gerne Bescheid sagen. Ne? Ja, wir brauchen erstmal ein weibliches Team. Ja. Glaube ich. Also. Liebe Frau, wenn ihr zuschauen sollt, ne, sagt Bescheid. Ne? Marc braucht immer noch weibliche Gefolgschaft. Ja. Ne? Ich nicht. Ne? Ich bin glücklich vergeben. Für so welche Spiele braucht man? Ich bin auch glücklich, ich bin verheiratet. Ich bin auch glücklich verheiratet. Also, glücklich verheiratet. Oder so. Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Auf jeden Fall bin ich verheiratet. Ja. Aber auch glücklich. Ja. Ich liebe dich, Schatzi. Sehr schön. Ja, bevor wir Marc noch mehr in die Bredouille bringen und Dominik vielleicht auch, weil Dominik hat nämlich gar nichts gesagt, also Dominik braucht auch noch Gefolgschaft. Ja, genau. Ja? Also meldet euch? Nein. Oha. Gehen wir jetzt zum nächsten Trailer, würde ich sagen. Ja. Zu Hitman. Genau. Also Dominik bekommt nachher auch einen Hitman auf den Hals gehetzt und deswegen starten wir jetzt den Trailer. Genau. Zack. Los geht's. Zack. Ja, auch Hitman gibt es auch gerade einen Kinofilm. Genau, ich habe ihn geguckt. Ja. War sehr gut, ja. Mit Action, Baller, Baller. Auf jeden Fall. Empfehlenswert, wer den noch nicht gesehen hat. Das lohnt sich auf jeden Fall. Die 18 Euro für zwei Personen, das ist schon... Das lohnt sich. Warst du deiner Freundin im Kino? Ja. So, ja. Also Hitman, ich habe den ersten Teil gespielt, der war schon mal lustig. Ja, es geht ja um 47. Wie auch schon in dem Film und in anderen Teilen. Okay, also passt das zum Film. Genau. Okay. Ist ja immer der eine Agent, ne? 47. Ja, nie stopp. Richtig. Der ist aber auch... Der Film ist übelst cool. Also, was der für Sachen kann. Kann ich auch. Ja. Mindestens doppelt so gut. Jeden Morgen zum Wachwerden. Ja, liebe Zuschauer, wir wollten eigentlich rechtzeitig anfangen, aber ich bin einfach mal eine Stunde zu spät gekommen. Ne? Eine Stunde? Ja, sollst du lügen? 2,5 Stunden. Was? Um 10 wollten wir uns treffen, um 11 war ich da. Ja. Schon
ein Liter Kaffee-Intus gehabt, bevor der hier war. Ja. Die Gurke. Das Beste kommt zum Schluss, ne? Und wenn man es auf sich also, hält. Also wenn du gehst. Ja. Ja. Ja, Hitman. War das Hitman, ne? Hitman war das. Ja, das war Hitman. Der Cinema-Trailer. Also irgendwas analysieren die da und irgendwie versucht er irgendwas aufzuhalten. Genau, also ich habe gehört, es soll in der Story, die soll sich bis 2016, also sollen weitere Missionen erfolgen, die du machen kannst. Das ist ein Singleplayer-Game. Hm. Und ja, in dem Jahr kommen immer mehr Missionen dazu, ja, cool, und die man halt lösen kann. Was da genau sein wird, weiß man noch nicht so wirklich. Also ich versuche da noch was zu recherchieren, aber es gibt wenig Infos dazu. Ja. Hat er sich da selber umgebracht, dieser Programm? Oh ja, da. Krass. Warum macht denn der sowas? Warum vergibt er das Glas, trinkt davon einen Stift? Ja? Gibt's ja nicht. Er hat Angst vor Hitman. Ja, ich glaube auch. Also das ist auf jeden Fall ein Game, was ich auch gerne zocken würde. Ja. Die Grafik ist auch extrem geil. Aha. PlayStation 4? Mhm. 4 für, eigentlich für alles, glaube ich. Ne? Ja. Ja, alle gegen Konsolen und ja, PC. Square Enix macht es eigentlich immer so. Die bringen ja keine Exklusivtitel für irgendwelche Plattformen raus, weil hier... Und die Geld verdienen. Metal Gear ist ja auch. 8. Dezember? Ja. Ja. PS4, das war auf jeden Fall der PS4-Trailer. Genau. Der Reveal-Trailer. Deswegen wird das wahrscheinlich auf dem PC noch ein bisschen anders aussehen. Könnte zumindest sein. Wobei ich habe... Ich finde also der Unterschied zwischen PC und PS4 ist jetzt auch nicht so riesengroß. Also wenn man wirklich einen guten Rechner hat, kann man das auch durchaus. Ja, wer kann sich das schon leisten? Ja, sehen ne? manche so, ne? Manche sagen PC ist besser, weil die da. Ja, es ist ja auch. Aber ich sag mal so, die PlayStation hat ja auch noch nicht ihre volle Grafik raus. Ne? Also das dauert ja auch noch ein, zwei Jahre, bis sie auch wirklich ihre Grafik. Ja. Und es ist immer noch günstiger, eine PlayStation 4 zu haben, als einen heftigen Rechner für 2.500 Euro oder so. Ja. Also ist das schon nicht verkehrt. Das ist definitiv. Ja, also Hitman 4, es gibt auch noch einen längeren Trailer zu Hitman 4. Den gucken wir uns dann aber nächstes Mal nochmal an. Aber dementsprechend sind wir jetzt auch heute schon am Ende angekommen. Wenn ihr nochmal eine Überraschung wollt, wobei ich habe jetzt gerade noch vom Bekannten von mir, der will den Landwirtschaftssenator 2013 loswerden und verlosen. Na, okay. Gesagt, das können wir machen. Also ich packe das in jedes Video, gibt es halt eine Info dazu. Also schreibt einfach in die Kommentare rein, wenn ihr den LS13 haben wollt. Es ist nicht schade, wir haben nicht so viele Kommentare, ne? Genau, vielleicht mal einer, der sich meldet, der hat echt die beste Chance, würde ich sagen. Und demnächst machen wir auch noch mal ein paar andere Sachen, nochmal auch ein größeres Gewinnspiel und so. Also da lassen wir. Marc muss ein bisschen. Muss ein bisschen Geld verdienen. Genau. Um die großen Sachpreise zu kaufen. Ja. Gesponsert werden wir ja nicht. Noch nicht. Riesen-Dackel von Flo, ne? So eine Nachmache. Verlosen wir dann auch. Schön fürs Auto. Muss aber ein großes Auto sein, wenn wir 1:1 eine Figur von ihm haben wollen. Ja, T5-Bus oder so. Muss, ne? Muss ein breites Auto sein, ne? Panzer. Ja, sehr schön, Panzer. Sehr gut. Ein Name Beton. Ne? Ja. Genau. So, ich verprügel den Rest. Ne? So, bis zum nächsten Mal. Danke Dominik, danke Marc. Ja. Wieder. Den. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.